Die Gesellschaft war in meinen Augen noch nie so bereit für Frauen in Jobs. Erstens brauchen wir unbedingt Frauen in Jobs. Es gibt nach wie vor einen großen Mangel an Führungskräften, auch guten Fachkräften. Und das ist die Chance für Frauen und auch die Akzeptanz, dass heute Frauen in Führungspositionen arbeiten, bis hin zum Aufsichtsrat steigt. Auch bedingt natürlich durch gesetzliche Regelungen, über die ich jetzt nicht so glücklich bin, weil ich möchte als Frau lieber für meine Fähigkeiten gebucht werden oder angestellt werden und nicht, weil eine Quote es so vorschreibt. Ja, was hindert jetzt Frauen immer noch, sich Jobs weiter oben in der Hierarchie zuzutrauen? Hör auf, deinen Perfektionismus zu nähren. Ich treffe so viele Frauen, die wollen eine super Mutter sein, super Chefin, die wollen die hübschesten Kinder haben, das aufgeräumteste Haus, die geilsten Aufgaben im Job. Nur all das zusammen funktioniert nur schwer. Daher überlege, was der Preis ist für Perfektionismus. Was sind die Auswirkungen, Konsequenzen von Perfektionismus auf dein Leben? Und was ist der Gewinn für dich, wenn du anfängst, es zu ändern? Also bin zutiefst überzeugt, es lohnt sich. Ich höre immer noch von vielen Menschen, dass sie am Wochenende viel Zeit mit Putzen verbringen. Wenn du es gerne tust, weiter. Wenn du es nicht gerne tust, gönn dir eine Putzfrau. Das ist bezahlbar und vor allem, wenn du mal umrechnest, was dein Stundenlohn wert, also was du wert bist, umgerechnet in deinen Stundenlohn, da lohnt es sich, sich eine Putzfrau zu gönnen. Dann, Selbstbewusstsein hat sich noch immer gelohnt. Arbeite an deinem Selbstvertrauen, sich seiner selbst bewusst werden angesichts der eigenen Stärken und Schwächen, der positiven Eigenschaften, Ecken, Macken und Kanten. Und dann vor allem stärke deine Stärken, das, was dich ausmacht. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit Gallup zu arbeiten oder mit den 24 Charakterstärken aus der positiven Psychologie. Oder nimm einfach einen Zettel und schreibe mal mindestens 15 deiner Stärken auf. Und wenn du nicht weiter weißt, dann frage dein Umfeld, deinen Partner, deine Kinder, Freunde, deinen Chef. Also arbeite an deinem Selbstvertrauen, Selbstwert und vergiss das ganz wichtige Thema Netzwerken nicht. Wir leben in einer Zeit, wo das Netzwerken immer wichtiger wird. Zum Beispiel auch im Verkauf erwarten sich heute unsere Kunden, dass wir nicht nur in der speziellen Dienstleistung etwas für Sie an Produkten parat haben, sondern dass, wenn Sie weitere Fragen rund um das Projekt oder Produkt haben, dass wir Ihnen dort eventuell Kollegen, gute Adressen an die Hand geben können, so dass man eben selbst auch Zeit spart. Und dann ist es ja auch so, dass wir gerne guten Empfehlungen folgen, als erste No-Names im Internet zu kontaktieren. Also, bau dir ein Netzwerk auf, geh auf Veranstaltungen, aber auch zum Beispiel für mich ganz wichtig, LinkedIn und Xing online. Natürlich immer auch ein bisschen differenzieren, ob du jetzt im Unternehmen arbeitest oder selbstständig bist. Aber auch, ich glaube nicht mehr daran, dass wir heute 30 Jahre, 20 Jahre in einem und demselben Unternehmen arbeiten werden. Und wenn du ein gutes Netzwerk hast und du solltest aufgrund einer Umstrukturierungsmaßnahme, sollte dein Job wegfallen, dann, und du hast ein gutes Netzwerk, dann kommst du auch schnell wieder an einen neuen Job. Also auch nicht vertrauen, wenn man einen guten Job hat, dass man dort bis ans Lebensende sitzen bleibt. Und vor allem, wenn du Karriere machen willst oder nochmal Erfahrung sammeln möchtest, dann hilft dir eben das Netzwerk, schneller ein neues Unternehmen zu finden. Ja, dann natürlich keine Chance ohne Fachkompetenz. Die setze ich jetzt einfach mal voraus. Neben Fachkompetenz ist aber auch noch wichtig das Thema Emotionalität, was uns, glaube ich, Frauen leichter fällt.
Dann das Thema soziale Kompetenzen, also auch das ganze Thema Beziehungsmanagement von Mensch zu Mensch und liebe, was du tust und sei überzeugt von dem Produkt, dem Unternehmen, für das du arbeitest. Sei überzeugt von dir, glaube an dich selbst. Was wir unbedingt von Männern lernen können, und das heißt ja nicht, dass wir Mann werden müssen, Vorsicht, aber was wir lernen können, Männer stellen sich hin und erzählen von ihren Erfolgen. Daher erzähle von deinen Erfolgen und sei stolz auf dich und das, was du geleistet hast, vor allem wenn du Mutter bist, also eine Familie hast und eine gute Position inne hast, einem Job nachgehst. Und lerne von Männern auch mal Nein zu sagen, Nein zu Aufgaben, wenn es dir zu viel wird. Lerne zu delegieren, dich zu organisieren, im Übrigen auch zu Hause. Ja, jetzt schaue ich gerade auf meine Liste. Ich glaube, ich habe alles. Ja, erkläre noch das Thema Erwartungen. Was erwartet dein Chef von dir? Was erwartet deine Familie von dir? Und umgekehrt natürlich, was erwartest du von deinem Chef und was erwartest du von deiner Familie? Je mehr man sich darüber austauscht, umso weniger Stress und Streitigkeiten, Konflikte gibt es. Wobei ich selber das Wort Erwartungen nicht so mag, weil in dem Wort steckt das Wort Warten. Das ist was Passives und mir ist immer lieber, man ist aktiv, geht aktiv nach vorne, aktiv auf seine Ziele zu. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg, was immer Erfolg für dich ist. Trau dir etwas zu. Ich bin ein Fan der kleinen Schritte, aber eben mache die nächsten Schritte. Und vergiss nicht, den YouTube-Channel zu abonnieren, denn es gibt immer wieder Videos dazu. Und im Übrigen gibt es ein Buch, das Buch Frauenpower, mentale Stärke für Frauen. Da findest du weitere Informationen rund um das Thema und es gibt ein Online-Training. Jetzt viel Erfolg!